Wir wurden heute Morgen davon in Kenntnis gesetzt durch die Kreisbereitschaftsleitung des Landkreises Esslingen und durch den Rettungsdienstleiter des Landkreises Esslingen, dass mit sofortiger Wirkung alle Helfer-vor-Ort-Systeme hier im Landkreis Esslingen eingestellt werden und nicht mehr durch die integrierte Leitstelle Esslingen alarmiert werden. Das Ganze wurde eingestellt, weil die Helfer vor Ort in der Regel immer vor dem Rettungsdienst an der Notfallstelle eintreffen und auch im Ernstfall somit auf einen positiv getesteten Corona-Virus-Fall treffen würden. Um einfach den Eigenschutz der Helfer zu gewährleisten, wurde diese drastische Maßnahme ergriffen, dass alle Helfer-vor-Ort-Systeme eingestellt werden. Die Bereitschaft Waldmannsweiler, die unter anderem einen Teil des Katastrophenschutzes abbildet innerhalb der Einsatzeinheit 2, wird natürlich bestehen bleiben. Für alle größeren Einsätze in der Gemeinde Waldmannsweiler, Lichtenwald und Katastrophenschutzeinsätze im Landkreis Esslingen sind wir natürlich mit voller Manpower erreichbar und zur Verfügung. Unsere Übungsdienste und Dienstabende haben wir vorerst komplett eingestellt. Wir werden auch die aktuellen Entwicklungen abwarten müssen, wann wir eventuell gegen April, Mai wieder mit unseren Übungsdiensten und Dienstabenden beginnen können.